Diese Grafik von damals noch, Alter. Tja, meine Xbox wird das gut rackern dürfen wahrscheinlich. Nächste Zeit. Also ich werde heute auch noch was anderes spielen. So ist es nicht, aber ich werde jetzt vermehrt Story-Games spielen, also wo ich alleine spiele. Goltana, also sprich Halo. Haben wir sie abgehängt? Ne? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Ah, oh, nice Flip Blue. Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Ah, okay, Rytex. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum... Man muss schon sagen, damals war die Grafik echt schon geil. Ja, also für den Zeitpunkt. Aber wann ist Halo rausgekommen, das erste? Ich glaube 2001 war das, glaube ich. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus, nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Ich meine, ihr müsst euch reinziehen, das Spiel ist 18 Jahre alt. Habe schon angefangen. Ja, 18 Jahre. Und die Grafik finde ich echt geil dafür. Achtung, alle Kampftruppen, begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Fünfter Zug, Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Wann kam der Master in dem Game? Ich habe keine Ahnung. Meinst du Master Chief? Unsere Aufgabe ist es, zu Ende zu führen, was die Flieger begonnen haben. Wir verlassen das Schiff und greifen die Allianz am Boden an. Wenn wir auf Feindtruppen treffen, reißen wir ihre Köpfe ab und spielen mit ihnen Fußball. Fußball. Habe ich recht, Marines? Sir, yes, sir. Mhm. Klar, die, ich recht. Die Synchronisierung von den Ausführung. Lippen und so weiter ist natürlich jetzt nicht ganz top. Wir greifen den Feind an. Aber egal. Interner Kontakt steht bevor. Alle Greenhorns, die Allianz von nahen sehen wollen, heute ist euer Glückstag. Das Game ist von 2001, Dragon's World, also 18 Jahre. Gut, tauen wir ihn auf. Das ist Halo 1. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Eine wirklich sehr geile Reihe. Ja, eine Grafik, ne, aber. Juckt ja nicht. Fertig! Folgen in 5 Sekunden! Xbox! Alle Systeme zeigen grün. Zyklus abgeschlossen. Entschuldigung für das schnelle Auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Chief, okay. Bitte sehen Sie sich ein wenig um. Ich brauche eine Kalibrierung für Ihren Kampfanzug. Okay, cool. Gut, danke, Sir. Sehr gerne. Ich schalte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Über Elgato? Die Zeichen sind normal, kein Frostbrand. Netzwerk. Okay, Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Sie können aus der Röhre kommen. Egal, komm. Komm immer aus der Röhre her. Ich denke mal zu zweideutig, tut mir leid, Leute. Ich habe Ihnen die doppelte Dosis Aufwachmittel gegeben. Treten Sie sich hier erstmal die Beine und kommen Sie dann zu mir in die optische Diagnosestation. Alles klar, machen wir. Ich weiß, sonst kümmern sich die Waffentechniker um ihre Zielsensoren, Chief, aber wir haben wenig Zeit. Okay. Schauen Sie einfach auf die blinkenden Tafeln, um sie auszurichten. Wenn Sie etwas erfassen, wechselt die Farbe. Oh, ich habe so lange keine Konsole gespielt. Okay, das sieht gut aus.
Sir, es gibt ein paar Probleme mit der Kalibrierung. Ich werde die Sequenz Ihrer Zielsensoren umkehren, vielleicht ist es dann besser. Versuchen Sie nochmal die Lichter anzuvisieren. Oder, nein, sonst ist es eklig. Ist so besser oder soll ich zurückschalten? Rückschalten bitte. Versuchen Sie nochmal nach oben und unten zu schauen. Soll ich es so lassen oder wieder umschalten? So lassen. Okay, ich lasse die Sequenz, wie sie ist, aber Sie können sie später selbst ändern. Ja. Aber wir können jetzt den Energieschild testen. Folgen Sie mir zur Energieschild-Teststation. Das hört sich einfach scheiße an. Feuerteams, begeben Sie sich zu Verteidigungsstellungen Alpha Centauri. Aber doppelte Dosis-Hyperaktivität, ja, aber Netzwerkstream. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Das kennen das nicht. Was ist denn das? Ja, ich habe mir einen Switch geholt von Netgear. Hab darüber meinen Stream-PC, Gaming-PC, Fritzbox und meine Xbox One drinne. Und dann kann ich über die Xbox-App von Windows kann ich die Xbox One aufnehmen. Also ich kann von der Xbox One an den PC streamen. Ne? Also mit einer Verzögerung von, keine Ahnung, 2 Millisekunden oder sowas. Und kann das in OBS aufnehmen. Richtig geil. Was? Oder jetzt? Null, ich kann nicht gut jumpen. Okay, bringen Sie seine Schilder online. Ja, gib mir meine Schilder. Okay, Schilde werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. Okay, kann ich nicht. Also wegen Microsoft, ja. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Halo 6 rauskommt. Ich glaube, Halo 5 war das einzige, was raus, also das letzte, was rausgekommen ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ja, ach so. Ich muss A drücken, durch. Aufladung normal. Alle Anzeigen auf grün. Cool. Brücke an Kryo 2. Hier Captain Keys. Schicken Sie den Master Chief sofort hier rauf. Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung, Kryo 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Ui, komm, ich kann schon hochjumpen. Sie versuchen durch die Tür zu kommen. Sicherheit! Eindringlinge in Kryo 2! Sam! Sam! Los, wir müssen raus hier! Hier lang! Jo, du hast auf mich eingestellt. Keine Waffen, was soll das? Alarm an alle. Enter-Truppen auf den Backbord Decks 4, 7 und 12. Welter-Team Los! Los! Hey, Leute, danke schön. Oder irgendwo Waffen. Alter, willst du mich verarschen? Komm, lass mich rein. Sind nicht irgendwelche Waffen für mich? Ja, ganz ehrlich, die Musik kommt irgendwie von afrikanisch rüber, Alter. Allianz-Truppen auf Backbord 3 und 9, Alpha-Team. Ja. Nix spoilern, bitte. Also, ich kenne das schon, aber für dich, für die anderen, bitte. Ist hier richtig oder was? Was ist hier los? Hallo? Bin ich jetzt hier richtig? Ja, anscheinend schon. Captain Keys? Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance.
Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen 3? Okay, 4 Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll, Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Welche Infos? 3-6. Infos? Du meinst den Text Master unten? Chief. Muss ich nachgucken. Machen wir gleich, warte. Wenn wir Pause machen können, guck ich mal kurz eben nach, um dann Multiplayer. Ihre Architektur ist. Und die der Autumn ähneln sich sehr. Ausgewechselt. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition. So, warte mal. Guck mal kurz. Wo denn? Schaut dein Text, da steht PvP und so weiter. Irgendwie passt. Okay. Mal eben. Sorry. Aktualisier nochmal Rytex, bitte. Was jetzt in Ordnung ist. Passt das jetzt? Warum steht da Multiplayer drin? Nee, steht immer noch da. Ja, keine Ahnung, weil bei mir im Dashboard ist es halt nicht da irgendwie. Und ich guck mal, ob ich das irgendwie wegkriege. Lass mal. Fertig. Jetzt, wie sieht es aus? Ja, es geht nicht weg. Es geht nicht weg, sorry. Ich kann da nichts ändern, das geht nicht weg. Leider nicht. Leider geht das nicht. Finde ich komisch, aber es geht nicht weg. Ah doch, jetzt ist es weg, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. So, machen wir weiter. Wir unterwegs so. Kam, ich war jetzt letzte Woche wieder arbeiten, hab mit 4 Stunden angefangen. Und jetzt die nächste Woche 6 Stunden. Ah, nice, okay. Läuft. Wo muss ich denn jetzt hin? Hab ich jetzt eine Waffe? Nein, hab ich nicht. Jetzt habe ich eine Waffe.
geschlagen oder sowas? Ja. Die Marines können Hilfe brauchen. Oh, das ist meine Mates. Das. Mich hat's erwischt. Gehen wir. Pass auf, wo du hinschießt. Bitch. So. Das ist echt wie Doom, Alter. Mit RB laden Sie nach, mit Y wechseln die Waffe. Halten Sie RB, wenn Sie sich auf einer Waffe befinden, die Sie mit Ihrer aktuellen. Wow, danke schön, das ist alles vergessen. Bin ich jetzt hier richtig? Warte mal. Komm, kriegst du Kopfnuss. Keine Optik. Keine Optik. Komm, ich helf dir. Der ist schon tot. Der ist schon tot. Wow, er ist goldartig. Zum Teufel, hat uns da gerade was getroffen? Nein. Tempo, zurück zur Luftschleuse. Okay. Black Easter. Ab, Alter. Kann man die Musik ausschalten? Die Musik fuckt mega ab. Keine Ahnung. Die Musik hat mich gerade richtig. Kann man die ausschalten? Alter. Nee, kann man nicht anscheinend, okay. Gehen Sie voraus, Chief. Wir sichern diese Schleuse. Warte mal. Ich sag dir großartig, ey, brauchst du nicht, ja. Ist echt so. Die Musik passt null zu Halo. Also meine Meinung. Oh, tut mir leid. Oh, voll leid. Warm, Digga, ab und cut. Die Musik müssen leiser machen. Das müssen wir auf Windows machen. Das ist bei euch auch so laut? Ja, ist das. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz raustappen. Und das Spiel ist mal leiser hier. Das ist. Geht ja gar nicht klar. Das geht ja gar nicht. Das ist jetzt besser, hoffe ich mal. Personal auf Decks 1 bis 4, sofort zu den Evac-Stationen. Ich glaube, das ist. So ist das angemessen, finde ich. Ja, man kann dich gar nicht verstehen, ja, verständlich. Aber ich hoffe, jetzt ist es besser.
Die Musik ist auch echt scheiße, muss man sagen. Viel besser, das ist gut. Hi, na? Was willst du denn? Hm? Auf die Fresse. Bam, Digga. Willst du, ha? Du kriegst auf die Fresse. So, dann gehen wir hier lang, würde ich sagen. Mein Aim ist echt scheiße damit, mit dem Controller, kann ich sagen. Alles klar, muss los. Was ist denn das? Ja, lass mich doch durch! Was ist denn los mit dir? Was ist denn dein Problem? Oh Gott. Alter, ich hab. Man merkt, ich habe lange keine Xbox oder Konsole gespielt. Man merkt das. Was ist los? Ja, ich hab echt lange nicht mehr gespielt, ja. Auf was man das merkt. Oh, lass mich doch vorbei. Digga, meine eigenen Teammates blocken mich. Oh fuck, ich bin fast tot. Ach du, meine Munition ist leer, lul. Ja gut, das ist, Bam, Digga. Ich finde das so geil. Willst du auch mal PS4 streamen? Würde ich gerne tun, aber ich habe keine PS4, leider. Ja, ich habe keine PS4. Weil ich möchte unbedingt Detroit Become Human spielen, aber ich habe keine PS4, leider. Werde ich wahrscheinlich irgendwann mal ein Donations Goal oder sowas zu machen, aber im Moment halt habe ich nicht die Möglichkeit dafür. Was willst du denn jetzt von der Seite, hä? Bam, Digga, ich mach dich kaputt. Bruder, ich mach dich kaputt. Ah, mein Nachbarn. Boom, auf den Kopf. Bam, Digga. Bam. Bam, 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 bam. Bam. Easy. Boom, ihr Head. Boom, 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 boom. Was willst du dich ducken, hä? So, du bist weg und jetzt kommst du noch dran. Komm, komm, komm her. Komm. Ja, nee, andersrum. So, bam. Bam, 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 bam. Bam. Hier war eben noch jemand, der geschossen hat, oder? Oder bilde ich mir gerade ein? Kommen wir von hier? Nee. Allianztruppen im Gang über uns. Im Gang über uns, okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Ist runtergefallen, oh. Digga, warum setzt der Ton aus, wenn ich eine Dingsens bekomme? Ihr wisst schon, eine Errungenschaft, ja? Hab ich jetzt noch Munition? Ja, hab ich. Gut. Wo muss ich. Hier war doch irgendwie ein Sound. Dahinter ist einer, lul.
So, jetzt muss ich da lang, muss ich, okay. Oh, ich muss im Auge, Leute. Belastend. So, sag mal, wenn du Eier hast, zockst du mit Controller CSGO. Ich habe das kurz installiert gestern. Ich werd auch nicht mal so schnell die, installieren. Der CSGO ist der größte Dreck geworden seit Free-to-Play. Free-to-Play-Experience, Alter, ist Easter, Alter. Auf jeden Fall Easter, Mann. Größter Dreck, Alter. Wir haben gestern gegen jemanden gespielt, der hatte ein Spiel. Glaub 3 Stunden CSGO und war Level 7, also Private Ranked Level 7 und hatte Prime. Ja. Und hatte in der Hälfte des Spiels schon 30 Kills oder sowas, keine Ahnung. Und hatte halt nur Headshots gedrückt, ne? War ganz echt, war echt super. War mal ganz grob? Wie hab ich das denn gerade gemacht? Wie hab ich denn gerade gescoped? Davon gibt's noch mehr. Wo mach ich Licht an? Was war die andere Pistole, ne? Wo ist die andere Pistole? Da. Und mit der habe ich gerade. Ah, so. Hey, Bruder Muslim. Bam, Digga. Kopfnuss. Kopf. Ey, nicht ausweichen. Bam. Null. Du bist aber echt eine herzliche Missgeburt. An alle, hier spricht der Captain. Okay. Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. So, zu viele Hacker, Dragonsword. Zu viele Hacker. Kommt mir das nur so vor oder ist der Sound asynchron? Das ist manchmal richtig so. Das ist ab und zu so, keine Ahnung, weiß nicht warum. RBBR, was zum Ding? RB oder LB? Hallo Flo, servus. Lockheim, wie bist du denn an Halo den ersten Teil gekommen? Ich habe mir von Halo die Master Chief Collection gekauft vor ein paar Monaten. Und da sind alle Teile dran, alle Teile dabei von Halo, ja? Für Xbox One, ja? Ich hab von Halo 1 bis Halo 5 alle Teile. Weil ich einfach ein Halo-Fan bin. Guck mal, wie schön das aussieht. Rettungskapsel starten, Beeilung. Ich meine, das Spiel ist 18 Jahre alt, das ist so geil. Wir zerstören die Rettungskapseln. Wir wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Ja, wer will das schon, ne? Sprengtüren werden geschlossen. Die Sprengtüren, Digga, was ist los mit dir? Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem Nav-Punkt, er führt Sie zu einem Ausgang. Was für ein. Also. Ja. Dann mach auf. Das klingt hier nicht so toll. Hier bin ich ja nicht richtig anscheinend. Hier muss ich lang. Und dann hier lang. Und dann hier lang. Und dann hier lang. So, dann gehen wir hier lang. Ich erfasse Allianztruppen außerhalb der Gänge. Aktiviere Bewegungsverfolgung. Suchen sicheren Ausgang. Aha. Das klappt nie. Wir müssen woanders lang. Ja, das müssen wir. Oh, da ist auch grün. Hier, komm mal. Bewegungsverfolgung zeigt nichts. Moment. Wir müssen durch diese Tür, aber sie ist durch eine Explosion beschädigt. Welche Tür? Die Tür. Die Türsteuerung ist offline, aber die Tür ist schwer beschädigt. Es sollte kein Problem sein, die Tür mit ein paar Schlägen mit dem Waffenkolben zu öffnen. Okay. Ein paar Schläge? Das war einer. Null. Oh. Armes Tuftuftur. Oh Gottes Willen. Oh. Hi. Nein, ich bin hier nicht. Andi, sorry, ich bin hier nicht. Oh Gott, ich bin fast tot.
Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. So, das, boah, das weckt Erinnerung, das ist richtig. Das ist richtig, das weckt richtig Erinnerung. Vor allem, eben wo ich im Hauptmenü war, diese geile Halo-Musik, ne? Bewegungsverfolgung. Ja, so, und dann machen wir kurz hier kaputt. Aber sie ist durch eine Explosion beschädigt. Ich weiß nicht, welche Explosion du meinst, vielleicht die Explosion. Wenn ihr es nicht anders wollt, dann komme ich ja mit komplettem Geschütz, Alter. Bloß nicht. Ich habe jetzt kein Problem damit, hier richtig reinzuhalten. Ja, hat mir kein Problem. Wir wollen jetzt was. Wir wollen jetzt noch was. Oh. Egal. Oh ja, jetzt bin ich wieder voll geheilt. Das ist gut. Ja, man bilanziert in Halo, so ist es. So ist es. Ah ja, hier, da waren wir. Ach scheiße, kann ja gar nicht durchschießen. Die Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Ja, anscheinend, aber ich lebe ja schon. Belastend. Das. Wow. Müll. Na, habt ihr euch erschrocken, meine Lieben? Ha? Wie, du hast es überlebt. Digga, ich hasse es, dass, wenn ich einen Erfolg kriege, dass der Ton aussetzt. Voll dumm. Das macht keinen Sinn. Also für mich macht das keinen Sinn. Wo? Achso. Ist hier lang? Mach ich nochmal mein Licht an. Ah, da. Okay. Und jetzt muss ich hier rein? Ja. Nach rechts. Wow. Hey, na? Das macht so Spaß, Alter. Das weckt so Erinnerung, das Ding. Die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Autumn noch lange mitmacht. Ah, stopp doch jetzt. Dankeschön. So, guck dich jetzt auf meiner Konsole, alles klar, Luca. Hallo Drake, servus. Hallo Iceman, servus. Oder ist er Marlene? Ich weiß es ja nicht. Ne? Jetzt teilt euch ja denselben Account. Oh, das sind so alte Zeiten, Alter. Wo ist denn jetzt hin? Hilf mir! Nein, ich helfe dir nicht! Ich laufe dir hinterher und dann schlage ich dich zur Brei! Kartoffelbrei! Bam, Digga! Ne, es war nicht dein, das war meiner! Digga, willst du dich mit mir anlegen? Du kriegst ja erstmal eine Kopfnuss, Digga! Wo bist du? Da! Ja, noch eine? Noch eine? Oh, tut mir leid. Es tut mir. Ja, sorry, ich hatte eine kleine Differenz mit ihm. Ja. So, ah, das sind doch wieder welche. Oh, das ist ja richtig Party. Haben wir auch Granaten eigentlich? Nee, ne? Ich nehme gleich durch Drake, warte mal. Ich hab hier gerade ein bisschen Penalty Action, ja?
So, warte mal. Haben Bock später zusammen, was zusammen zu zocken, Overwatch, Hunt oder so? Ja klar, gerne. Marlen, alles klar, super, nice. Können wir gerne machen. Sehr gerne, Drake. Aber erstmal will ich noch ein bisschen Halo spielen. Deswegen später, okay. Eine Rettungskapsel ist noch übrig. Schnell an Bord, bevor sie startet. Ja, wo ist sie denn? Aber ich kann. Jetzt kann ich Granaten schmeißen. Wo ist denn die Rettungskapsel, Leute? Wo? Oh. Wo ist sie? Ja. Muss ich da vielleicht die Granate hinschmeißen? Nee. Wo ist denn die Scheiße? Leute. Der wollte mich flachsen, oder was? Hier? Ja, wo ist denn die? Oder? Ja, wo ist denn die Rettungskapsel? Cool. Oh nein, oh nein! Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein! Hau rein! Abdocken okay, gehe auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Achso. Und Pali, falls du noch da bist, nein. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Kies fliegt manuell. 18 Jahre ist das Spiel alt. Das ist so heftig, Mann. Richtig Nostalgie. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. War noch Zeiten damals, ey. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine. Daumen drücken. Sie haben mich. Ja, die Voice Actor. Ja, ist halt echt so. Das erinnert mich gerade an Halo 3, an diese Multiplayer-Map, Alter, ohne Spaß. Keine Ahnung, dieses Bild da. Chief? Chief, hören Sie mich? Endlich. Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Ja, kann ich. Aber ich bin sehr faul. Nee, Master Chief ist der Badass, ja Mann. Wir haben heute ein Haustier bekommen. Nice, welches denn, Luca? Was hast du denn für ein Haustier bekommen? Wird mir auch dieses Jahr der ein oder zwei zulegen. Ich weiß noch nicht genau. Ich möchte mir Katzen wiederholen, ja. Und ich weiß nicht, ob ich mir einen Kater hole oder halt einen Kater, eine Katze. Irgendwie sowas. Oder zwei Kater, ich weiß es noch nicht genau. Achtung, ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Ja, echt? Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Aha. Kann man auch irgendwie sprinten oder so? Ich erfasse tausende von Pflanzenarten. Weil ich sie betrohlen. Das Ökosystem des Rings ist unglaublich komplex. Schiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen. Ich bin kein Überlebender. Wollen wir irgendwie sprinten? Hallo? Oh nein, das war.
Das war falsch. Oh, ist das eine Benji? Ja, Mann, ist eine Benji. Ich liebe diese Dinger. Ich hab die. Direkt zu mir. Ja, kann ich da einsteigen? Kann ich da bitte einsteigen? Oh Gott. Ich liebe diese Dinger. Die sind mega geil. Da ist ja noch eine. Oder hat da ein paar Allianz drum abgesandt? Lull. Belastend. Diese Dinger sind so geil. Beide Dinger mega. Da kommen die anderen kleinen Viecher angeschwört. Die Benji hin. So, warte mal. Warte mal. So. Einen Hund. Oh, nice. Moin, Servus Import, alles klar bei dir? Kannst du meine Karte haben, der ist nur dezent ein. Alles klar. Okay, ich muss mal. Warte mal. Oh, das war so dumm. Egal. ja. Bruder, was los? Achtung, ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Laufen wir einfach mal weiter. Aber die Map gibt's doch in Halo 3 auch. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Glaub ich. Gestorben sind. Ich glaube, die Map gibt's in Halo 3. Bin ich der Meinung. So, warte mal. Geh, du findest den richtigen. Was soll ich denn hier unten? Ich bin nach oben irgendwie. Ich bekomme gerade einen Vogel, find nicht den richtigen Monitor. Wieso richtiger Monitor? Drück mal Lauf. Deck rein. Oder eine Katze, dann können wir Katzenbüste machen. Ich erfasse tausende von Pflanzenarten. Das Ökosystem des Rings ist unglaublich komplex. Ja, eher ein bisschen zu viel. Der andere Seite, ne? Der andere Seite. Alarm. Landungsschiff der Allianz. Ja. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ja, ich schlage sofortiges Absetzen vor. Ja. Ich komme nicht mehr hoch. Hau rein, ich spring mal kurz runter, ja? Ich komme nicht mehr hoch. Ja, Matt, ja. Beiß stinkt und prügelt sich ständig. Er läuft doch. Auch 12 Jahre alt. Nee, sorry, Drake. So einen alten Kater möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte lange was von einem Kater haben, weißt du? Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Alarm! Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Hey, ich sollte mich doch gerade noch verstecken und jetzt? Ich komme da nicht mal hin, weil das hinter. Das war's schon. So, ich bin auf jeden Fall schon mal entdeckt. Benji ist auch schon da. So. Oh,
ja, so einen Kandidaten hatte ich auch mal. Immer zerkotztes Gesicht läuft bei dir. Ich hatte bisher nie Probleme mit Katzen. Nie. Ich habe immer nur gute Erfahrungen gehabt. Stick rein, also Stick rein, laufen und Stick rein drücken geht nicht, funktioniert nicht. So, warte mal. Halo ist. Halo 1 ist Multiplayer? Nein, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, glaub nicht. Dann nimm mein Kater Karim, mit denen kannst du dann streamen, er kann sehr gut Opern singen. Vor allem, wenn er raus will, morgens um 4. Nee, lass mal, ich möchte eine eigene Kater haben. Also einen eigenen und. Einen kleinen Kater. Einen jungen Kater noch. Ja. Ich hol mir wahrscheinlich einen aus dem Tierheim oder so. Aber also meine letzten beiden Kater, also oder mein letzter Kater, den ich hatte, der ist ja auch 17 geworden, den hatten wir auch aus dem Tierheim. Ja. Ich hol meistens, also wenn ich Katzen hole oder sowas, dann hole ich sie aus dem Tierheim. Alles klar, Flo, dann viel Spaß beim Streamen, ja? Okay. Läuft. Ja, aber ich spiele das Spiel alleine. The Blue. So. Ja, ich bin's. Hi. Wir wären in echten Schwierigkeiten. Es sieht mies aus, Sir. Wir sind überall im Tal verstreut. Wir hatten ein Evac-Schiff angefordert. Bis Sie gekommen sind, dachte ich, dass man uns abgeschrieben hat. Keine Sorge, Sergeant. Wir bleiben hier, bis das Evac-Schiff kommt. Aufpassen, einem Anflug befindliches Land. Die Endpanel sind scheiße, Rick. Die Enden sind kacke. Die sind nicht scheiße, aber die sind halt kacke. Also am besten, also such mal einen, also oder ich kann dir nachher einen raussuchen mit VA-Panel oder IPS. Ihr Vollidioten schon wieder. Augen auf! Landungsschiff der Allianz im Anflug. Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Ja, alles gut. Fall nicht rum. Was zum... Da sind noch mehr! Ja, wirklich. Ist auch ein Landungsschiff, ne? Da sind noch mehr. Dahin!
So, kommt der nächste. Ja, ja. Und der nächste, ich weiß. Hab ich für IPS entschieden, okay. Oh, hinter uns landet noch ein feindliches Schiff. Sie versuchen uns in die Zange zu nehmen. Ja, mein TN-Panel hier, mein Monitor, den ich auch als Hauptmonitor habe, ist auch ein TN-Panel. Auch ein 100% sRGB-Farbraum und alles, ne? Aber, wie heißt das? Aber ich muss sagen, mein VA-Panel, mein VA-Monitor für 150 Euro hat ein besseres Bild als mein 2K-Monitor, ja? Und eine bessere Farbwiedergabe, ja? Also, mein 150-Euro-Monitor hat, wie heißt das? Farblich bessere Qualität als mein 600-Euro-Monitor. Ich hab voll Schleim im Hals, ey. Nicht schlimm. Hab wahrscheinlich gerade gehört, ja? Okay. Hört schon die Klappe. Alles gut. Was ist der Fettsack? Hab ich alles schon gemacht, empowered. Das macht keinen Unterschied. Das kriegst du nicht. Also du kriegst ein TN-Panel nicht auf die gleiche Farbqualität wie ein VA-Panel oder ein IPS-Panel. Das kriegst du nicht hin. Ich saß schon mehrere Stunden da dran. Das kriegst du nicht hin. Mist. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, ich kann nicht hören. Bitte melden. Roger, Echo 419. Hier ist Feuerteam Charlie. Wir hören Sie. Sind Sie das V-Hammer? V-Hammer. Hört sich an wie Black Hammer. V-Hammer, wir brauchen einen Transport zur Kommandofähre. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzt ihnen die Allianz im Nacken. Oh, nice. V-Hammer, wir brauchen Ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen, ein paar Soldaten das Leben zu retten.
Okay. Warte, Cortana. Okay, Charlie-Team. Warthog bereit. Auf geht's. Macht ihn die Hölle heiß. Roger, V-Hammer. Suchen Sie nach Überlebenden und bringen Sie sie in Sicherheit. Verstanden. Echo 419 bleibt in Stellung. V-Hammer, Ende. Stimmt, die Steuerung war ja immer so bescheuert bei Hedo. Und da fahren wir hin. Stimmt, das war ja. Ach ja, mit Sichtrichtung fahren, das war ja. Oh Gott. Muss ja mit Sichtrichtung fahren, das ist ja. Okay. Ist das nicht ein Geländewagen oder so? Das sollte doch eigentlich. Ja, wo soll ich denn sonst langfahren? Wie viele Spielstunden hat Halo 1? Keine Ahnung, musst du googeln. Ich weiß es nicht. Ich hab Halo 1, wie gesagt, noch nie gespielt. Mit Halo 2 angefangen damals. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Vor allem immer diese afrikanische Musik dazu, ey. Als wenn das Spiel wissen würde, dass ich schwarz bin. Keine Ahnung, Mann. Hä, wo muss ich denn jetzt? Wow. Ist das hier richtig? Grafik ist natürlich jetzt nicht das. Das Ultra, sag ich mal. Die Überlebenden halten sich wohl bei den Signalsendern auf. Wir müssen wissen, wo die Kapseln gelandet sind. Ja, gut. Diese Höhle ist kein natürliches Gebilde. Irgendjemand hat sie gebaut. Also muss sie irgendwo hinführen. Ich dachte. Sieht nach deutsche Handwerkskunst aus, ja? Wir haben hier Zugriff auf das Datennetz der Allianz. Wir übertragen taktische Daten auf unverschlüsselten Kanälen. Wir sollten Ihnen zeigen, mit wem Sie es zu tun haben. Ja. Master Chief, ich werde über das Transcom-System Ihres Anzugs Ihre Gespräche abhören. Okay, cool. Die Steuerung des Autos hier immer noch relativ scheiße. Nein, nein. Wow. Nee, das wollte ich eigentlich. Wollte auf die Seite. Tritt drauf! Ja. So. Dazu äußere mich jetzt mal nicht. Was mich. Komm rein. Bessere Grafik als Minecraft, ja gut. Ja, kommst jetzt rein, du Monk, oder was? Kommst du jetzt rein? Geil! Geil! Ich bin komplett die Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich wohin soll und. Wisst ihr was? Was war das denn eigentlich? Warte mal. Komm mal wieder rein. Komm mal wieder. Was war denn das? Ist das etwa. Hä? Was denn jetzt los? Hello Channel? Was ist denn das jetzt? Null. Was ist das? Ist das? Ja, darauf rauche ich jetzt erstmal ein. Was für ein Inhalt? Was für ein Inhalt?
Drake, Fuller, die reicht eigentlich auch, muss ich dir ehrlich sagen, ja. Fuller, die reicht. Ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden könnte zwischen den 2K-Monitor und einem Full-HD-Monitor, der das gleiche kann, ich würde zu Full-HD wechseln, ja. Weil die meisten Spiele spiele ich sowieso nur in Full-HD, weil meine Grafikkarte gar keinen 2K schafft mit über 60 Frames. In den meisten Spielen, wenn ich alles auf, wie heißt das, auf guter, sehr guter Qualität spielen möchte, ja. Da macht WQHD gar keinen Sinn. Es sei denn, du hast eine 1080 Ti oder 2080 oder 2080 Ti oder sowas halt, ne? Oder 2070 oder sowas, aber mit der 1070 kannst du es knicken. Ja. Aber die ist nicht scheiße. Ich find Full HD geil. Muss ich sagen. Ich find's gut, weil, wie gesagt, wenn du WQHD spielen möchtest, 144 Hertz haben möchtest in allen Spielen, brauchst du mindestens eine 1080 Ti. Mindestens. Ja. Und dafür habe ich kein Geld. Weil mir die einfach zu teuer ist aktuell. Oder aktuell allgemein, weil ich jetzt gerade sowieso kein Geld habe und es für mich keinen Sinn macht, von einer 1070 auf eine 1080 Ti zu upgraden. Also wenn ich dann upgraden würde, würde ich wahrscheinlich auf eine 2080 upgraden oder sowas, aber nicht auf eine 1080 Ti. So, und zu dem Zeitpunkt, wo ich mir den Monitor geholt habe, da hat die 1080 Ti noch irgendwie, keine Ahnung, 900 Euro gekostet, also bitte. Weißt du, ich meine? Ja, dann gönn dir Import. Hä? Ich check das nicht. Ich bin doch gerade raus und jetzt geht der wieder rein. Das ist so dämlich. Digga, was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, ich weiß, dass das Internet nicht angezeigt werden kann. Jetzt gehe ich auf B, mach gar nichts. Nochmal B. Dankeschön. Gottes Willen. Was für Halo-Channel. Was ist los? Warte mal. Werden doch auch künstlich hochgehalten, ja klar. Was denkst du denn? Was denkst du denn? Ich habe mich komplett verfahren, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier auf jeden Fall nicht. Alter, die Steuerung von dem Auto ist echt eklig, ne? Muss man sagen. Vor allem, weißt du, Gas gebe ich mit dem linken Stick. Ne? Mit Gas gebe ich mit dem linken Stick. Und lenken tue ich mit dem Sichtfeld. Total bescheuert. Ich hab die Steuerung von bei Halo. Muss schnell sein, oder? Gott, das wäre. Mache ich. Ah, nee. Nee, ich muss da gar nicht lang. Ich muss hier lang, oder? Ich bin so ein Held, Alter. Ich bin ein Held. Ey, von hier komme ich doch gerade. Ja, ich bin. Ich check es nicht. Steuerung so eklig. Die Fahrzeugsteuerung ist widerlich bei Halo, muss man sagen. Kommst du rein? Ja, mach ich.
Ja, gut, ich wollte eigentlich nur Anlauf nehmen. Geht's unten weiter? Unten weiter? Nee, warte. Doch. Oder? Unten weiter? Nee. Wirklich? Nein. Bin ich da, wo ich... Schaff ich denn den Jump, bitte? Ja, jetzt... Bruder muss... Verdammt. Hau rein! Ah, okay, endlich. Oder sagen wir, dass ich so grenztibil am Arsch bin, dass ich das überhaupt nicht gecheckt habe. Ja. Sieht schon mal besser aus. Fangen wir an zu feuern, mein Lieber. Was zum? Hier drüben. Oh, ich glaube, das war nicht so gewollt. Ups. Wir blicken immer am besten alle weiter nicht. Dachte RC, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, schieß doch! Zu doof? Ich steig aus, tut mir leid. Du bist tot, Lull. Belastend. Eieiei. Wer? Es muss eine Vorrichtung geben, um die Spalte zu überwinden. Suchen Sie nach einer Steuertafel oder einem Schalter. Ja, Spalte will ich immer überwinden. Was ist denn hier eine Vorrichtung, oder? In der Mitte hier. Stimmt, hier gibt es doch bestimmt irgendeinen Kack. Stimmt, gibt es hier doch irgendwo. Glaube ich nicht. Ah, da oben. Da sind wir doch richtig, bestimmt. Ah, okay. So. Können wir jetzt auch rüber gehen?
So. Irgendwie ganz ruhig, ne? Rote Rose. Ja, hätte man bloß ein Auto, ne? Über das Gefechtsnetz der Allianz kommen neue Meldungen. Viel mehr Crewmitglieder als erwartet sind aus der Autumn herausgekommen. Der Captain hat ihn wirklich die Hölle heiß gemacht. Wenn wir Captain Keys und die anderen Überlebenden finden, können wir einen effektiven Widerstand organisieren. Okay. Ach ja, ich liebe es zu laufen, 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 laufen. $615 werde ich mir erstmal scheiß PS4 Pro holen und keine Ahnung was, Alter. Wird niemals für einen Monitor 615 Euro ausgeben. Weil für meinen Monitor habe ich maximal 65 ausgegeben und war für mich nicht mal die beste Entscheidung meines Lebens. Das war keine Ahnung. Voll epische Musik und so. Ja, richtig die epische Musik, Alter. Richtig die epische Musik. Was für Konsolenpleb? Ich spiele das auch gerade hier Xbox One. Alles da, gönn dir, empowered. Schön, dass man keine Aimbot in dem Spiel. Vielleicht haben sie da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Ja, sehen wir mal nach. Das hat mich stark an Halo 3, Alter. Thank you.
Rennen soll ich? Achso. Dann sollst du sterben. Ich hasse dich auch. Oh nein. Jetzt sind wir mein komplettes Leben, alter Wichser. Ja. Vielleicht haben sie da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Ja, haben sie. Auf jeden Fall. Definitiv. Eben schon drinne waren, ja, und dann bin ich gestorben, weil ich so ein Idiot bin. Ja. So ein Plepp bin. Das ist erstmal wieder Konsolenspieler seit. Ja, oder sowas. Dass du nicht mal stirbst. Oh, verdammt. Oh, ich glaube, die Waffe ist leer. Was willst du denn jetzt? Stirb. Diese Komplexe durchsuchen. Oh. Ist eine Arme. Ich darf jetzt nicht wieder. Vielleicht haben sie da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Für was empowered? Für was gibt's denn zur Tour? Jetzt muss ich das schon wieder von vorne machen. Also ich krieg die Krise. Digga. Bruder. Ja! Ich rauch eine. Ich rauch mal eine. Alter, Digga.
Dass es dann, dass das zwischen nicht mal einen scheiß Kontrollpunkt gibt, ist doch eklig. Ja? Und ein Sniper oder irgendwie sowas. Ja, für den Preis von 600 Euro kriegst du mittlerweile einen OLED-Fernseher. Ist richtig. Stimmt sogar. Mein Vater hat sie eingeholt. 700. Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchsuchen. Halleluja, ja. Ich kann mein Fernseher zum Beispiel in der Monster-Tastatur anschließen, habe ich auch dran. Ja, also, was? Alter. Ah, ein Kontrollpunkt. Oh, ein Kontrollpunkt. Oh mein Gott. Aber was war das denn gerade? Ich hatte voll Leben und auf einmal war ich tot. Cool. Damit.
Ja, werdet ihr. Achso, nicht. Der ist hin. Also der ist tot, lol. Läuft doch. Habe ich anal penetriert. Wo sind Sie? Bin hier. Und Sie. Aber kam von hier. Hier drinne oder was? Komm ich da rein? Alles ruhig. Komm ich da irgendwie rein? Wo ist denn jetzt hin? Das sind noch die gelben Dinger. Und das heißt, wir müssten irgendwo hier sein. Müssen theoretisch da oben sein. Oder hier. Da drinne. Aber wie komme ich da rein? Hier ist kein Schwein. Ja, bin auch hier draußen. Komm ich denn rein hier? Ich check jetzt gerade. Welche Treppe? Was haben wir denn? Ach, die da unten. Die Treppe. Wahrscheinlich, ja? Hier. Habe Ewak-Schiff angefordert. Roger. Marines, sammeln zu Ewak und zwar pronto. Okay, dann lauft. Lauf. Echo 419 an Cortana, bitte kommen. Wir hören Sie, Echo 419. Wir haben Überlebende, die sofort ausgeflogen werden müssen. Barschen. Roger, Cortana, bin unterwegs. Ich habe noch weitere Rettungen. Ist er gerade echt runtergesprungen? Eines in der Nähe eines Was ein Opfer. Und ein anderes in der Nähe der Flussmündung. Was ein Opfer. Schwer von hier oben was zu erkennen, aber ich glaube, da sind noch mehr. Einfach ein Tod, weißt du. Weil der Kampf ist vorbei, weißt du, er spielt einfach ein Tod. Wir sind auf dem Weg. Warte mal, nee, warte mal, ich mach kurz ins Schiff rein. Ey, ich will ins Schiff rein, ich brauch diese Hilfe. Also Hilfe-Kit. Soll alle verarschen. Soll ich jetzt hin? Ich hasse die Steuerung. Ich hasse die Steuerung vom Auto. Ist eklig, die ist einfach nur eklig.
wirklich widerlich. So, Steuerung. Nee, hier ist nicht in die Richtung. Was zum? Das ist ein Benji-Sound. Nichts was zum. Steuerung ist eklig. Ich weiß sowieso nicht, wie sie auf die Idee gekommen, um ein Auto zu fahren. Sind grenzzivil. Am Ziel bleiben. Dann hat das Ding. Alter. Die Steuerung ist der größte eklige Dreck, den es gibt, Alter. Also, Fahrzeugsteuerung, ja? Die ist eklig. Alter. Alter. Jetzt hier richtig? Rein so. Aber machst du ein Auto? Nein, habe ich nicht. Ich hab nicht meinen Führerschein. Ich mach den gerade. Wir müssen die anderen beiden Rettungskapseln finden. Ich habe viele übersprungene Frames. Okay, bei mir steht nämlich gar nichts mit ausgelassenen Frames oder sonst irgendwas. Deswegen, also bei mir steht ausgelassenen Frames 0. 0,9%. Ja? Bei mir steht gar nichts. Ja, aber wie gesagt, Drake, ich kann das nicht ändern, weil bei mir steht gar keine ausgelassenen Frames oder sonst irgendwas, weißt du? Weil dann kann es im Prinzip nur an Twitch liegen oder sowas, weil bei mir geht alles optimal raus. Ich habe 0% ausgelassene Frames und alles in Ordnung. Alles stabil. Ich bin hier komplett falsch, ja. Ich bin hier komplett falsch, Alter. Da muss ich hin. Okay. 1,1 Kilometer. Die Steuerung ist so eklig. Ja, aber dass sie springen kann ich nichts für. Ich habe die auf 5500 festgelegt. Dass sie springen kann, da kann ich auch nichts für. Alles klar, Luke. Wie gesagt, ich habe die auf 5500 festgelegt, die Bestrate, und wenn der zwischen 5600 und 6400 abspringt, das kann ich auch, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich halt 25 Upload habe, ne? Also verfügbar habe, keine Ahnung. Ich denke mal, Twitch nimmt sich das, was sie brauchen, weißt du? Low BS, ey, gut. In den Bergen oberhalb des Komplexes halten sich Marines versteckt. Wie schmeckt der da? Sie schickt der Himmel schief. Es sieht nicht gut aus. Wir haben Verwundete. Aha. Rufe Landungsschiff, um sie rauszuholen. Sperrfeuer!
Wie soll ich denn aufpassen? Du bist ja derjenige, der stirbt. So. Die nächste Welle, ja? Bitte ich auch. Alles klar, muss los. Ganz, ganz dringend muss ich los, ja? Soll ich meine Mates jetzt eigentlich? Die haben schon abgeholt worden, oder was? Ich bin dich um. Stellen wir sicher, dass im Gebiet keine Truppen der Allianz sind. Das ist eine Kapsel. Da hier? Hoffe. Hier gehen. Adoptier, oder? Komm mit, oder? Echte Spasten. Euch alle. Was euch alle. Bin ich missen. Wo muss ich jetzt hin? Keine Ahnung, wo ich hin soll. Wo soll ich denn jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Kann mir das einer erklären? Irgendwie. Keine Ahnung. Ist nichts angezeigt auf der Karte? Keine Ahnung.
14. Seht ihr das? Die Steuer ist immer noch scheiße. Ah, nee. Nein, dahinter, warte mal. Irgendwie weiter. Weiß. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Gar keine Ahnung. Da sind noch ein paar Gegner. Die letzten Meldungen besagen, dass die Allianz die Absturzstelle der Pillar of Autumn entdeckt und gesichert hat. Die gute Nachricht ist, dass der Captain noch lebt. Die schlechte Nachricht ist, dass die Allianz alle überlebenden Crewmitglieder gefangen genommen hat. Lassen Sie uns die letzte Rettungskapsel finden, um mit den Überlebenden Kontakt aufzunehmen. Ja. Ja, das gefällt dir, ja? Das freut mich. Überlebende entdeckt. Zwischen den Felsen dort sind Marines versteckt. Ja, war schön. Die Kavallerie ist da. Ja, sozusagen. Das Ding wollte ich doch haben. Wo war denn das, dieses Landungsschiff? Warte. In die Fresse. In die Fresse. Oh Gott.
Lass dir diese Schildhallen jetzt. Was schießt denn hier auf euch runter? Das war's noch nicht. Nee. Diese afghanische Musik. Ja. Und jetzt? Ah. Klar, muss los. Den habe ich richtig aus dem Leben gefickt, Alter. Das war's dann. Roger, bin auf dem Weg. Neue Daten aus dem Netz der Allianz. Ich habe Captain Keyes gefunden. Er ist auf einem Kreuzer der Truth and Reconciliation. Den habe ich zusammengeschossen, bevor wir von der Autumn runter sind. Die Truth and Reconciliation ist auf einem Wüstenplateau etwa 300 Kilometer von hier gelandet. Okay. Da ist unser Taxi. Rein da und weg hier. Willkommen an Bord, Master Chief. Endlich. Bereit für Abtransport. Auf geht's, Lieutenant. Und dann das haben wir uns verdient, ja? Das haben wir uns verdient.